Drama bei Erik. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt die Chance noch mal geben willst. Nee. Ganz viel Doppeldeutigkeit. Und auch mal schön die Schmiernippel und dann Trecker, damit sie sich auch mal ein bisschen bücken muss. Und außerdem finde ich es unheimlich attraktiv, wenn Frauen große Maschine bedienen können. All das und noch einiges mehr gibt's in einer wundervollen neuen Folge von Bauersuchtfrau 2022. Dem Format, bei dem die Liebe so langsam anfängt zu erblühen oder einfach ganz doll stirbt. Und dass ich genau deswegen wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Glaubt mir, auf das Drama bei Erik können wir uns schon alle freuen. Erstmal geht's aber zu Jörg auf dem Hof und seiner allerliebsten Patricia, die auch heute wieder eine wundervolle Aufgabe bekommt. Kannst du da hochgehen und packst du so einen Rundballen wegzurollen? Einfach versuch's, ne? Nach hinten, ganz hinten an die Wand. Okay, und ich bin da jetzt kein Experte. Ich meine aber, dass diese Dinger bis zu 500 Kilogramm wiegen. Und das ist da oben auf dem Dachboden, glaube ich, jetzt für eine zarte Frau gar nicht so unbedingt sicher. Aber Jörg sagt einfach, es geht nicht anders. Im Zweifel muss sie halt sterben. Dadurch, dass ich halt nichts machen konnte, weil am Fuß sind 4 Bänder angerissen. Ja, der Arzt hat halt gesagt, erste Mal gar nichts machen. Und nebenbei bin ich mal gespannt, wie sich da dabei anstellt. Eines muss man Patricia allerdings lassen. Sie wurde zwar als Kind mal von einem Trecker gemobbt, zum Glück aber nicht von einem Dachboden, deswegen hat sie auch absolut alles gegeben. Und eine interessante Hosenfarbe hat sie da übrigens. Ja, ich versuch's mal. Aber die sind schwer. Ich habe nur gedacht, lass mich doch wenigstens versuchen, weil ich habe auch meinen Kleiderschrank alleine nach Hause getragen und ich bin fest davon überzeugt, dass ich das schaffe. Sie hat einen Kleiderschrank nach Hause getragen? Okay, das ist tatsächlich relativ beeindruckend. Allerdings muss man sagen, bei dieser Aufgabe scheitert sie dann doch. Zum Glück gibt es aber einen richtig tollen Tipp von ihr. Wie machst du das denn? Ich nehme die halt und ziehe sie dann schon. Also ja, ich nehme die auch halt und ziehe die. Ich gebe da auch wirklich zu, dass es, selbst wenn ich die Ballen roll, ich habe da auch schon meine Last, dass ich die pack wegzurollen. Die hat sich halt wirklich Mühe gegeben und die Beine sind halt einfach zu schwer. Für Patricia war das eigentlich Schlimme dann aber gar nicht die schwere körperliche Arbeit, sondern dass da oben ganz viele Spinnen waren und die hat sie dann auch mit nach unten gebracht. Aber dann haben die beiden das einfach für ein bisschen Zweisamkeit genutzt. Das sogenannte Spinnenweg-Petting. Irgendwo eine Spinne? Nee, alles gut. Für mich ist die kleinste Spinne schon eine Riesenspinne. Aber ich muss sagen, dass ich ja, stolz auf mich bin, dass ich mich so zusammengerissen habe. Stimmt, hat sie gut gemacht und das ist bei Jörg auch richtig gut angekommen. Und er konnte gar nicht aufhören, die Spinnen von ihr wegzusammeln. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle war gar keine Spinne. Sie ist eine, die will da 100% überall helfen. Das ist halt auch für mich ein Zeichen, dass es da wirklich Interesse dran hat. Und wir machen halt die Arbeit zusammen. Und dann macht die Arbeit halt auch viel mehr Spaß dann. Damit ist die Hofarbeit aber natürlich noch nicht erledigt. Und glücklicherweise darf man dann aufs Feld. Aber da muss man ja wieder mit dem Traktor fahren. Und das ist für Patricia, wie wir wissen, ja schon eine mittlere Katastrophe. Die guckt ehrlich gesagt genauso, wie wenn ich 4 Folgen von Temptation Island hintereinander gucken soll. Also das Gefühl, jetzt wieder mit dem Traktor fahren zu müssen, habe ich nicht mehr ganz so große Angst vor, zumal ich den ja nicht fahren brauche. Aber das ist ja trotzdem so, dass ich mich konzentrieren muss, nicht rauszufallen. Zum Glück hat sie die Fahrt dann knapp überlebt. Was auch daran liegen könnte, dass da einfach die Tür zu war und es überhaupt nicht gefährlich war. Aber wie auch immer, auf dem Feld hat sie dann nochmal bewiesen, dass sie das mit der Arbeit und dem Helfen wirklich ernst meint. Und ja, das hat sie auch ziemlich gut gemacht. Mach das. Du mit deinem Fuß lass das mal. Die hat auch voll Rücksicht auf mich genommen und hat halt immer gleich gesagt, nee, das mache ich. Die hätte ja auch genauso gut sagen können, zieh zu, bis du das alleine machst. Das ist halt was ganz anderes, wenn man das am zweiten ist, als wenn man da nur allein ist. Ja, das war halt schön. Schön. Dann darf sich Patricia jetzt natürlich nur nicht ausgenutzt fühlen. Allerdings ist bei ihr eher das Gegenteil der Fall. Man könnte auch sagen, Jörg ist der Dom und sie ist die Sub. Und jetzt stelle ich mir vor, was die beiden so im Schlafzimmer machen. Und ich möchte es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich finde es total auch toll, dass er diese Regie übernimmt. Ich brauche so einen Partner an meiner Seite, der sagt, oh, du musst jetzt das und das machen. Weil ich käme auch gar nicht alleine auf die Idee, was ich machen müsste. Damit war die Arbeit aber noch immer nicht erledigt. Denn es gab noch eine Kuh und ein Kälbchen auf das Feld zu bringen, was die übrigens interessanterweise mit so einem Rollgitter gemacht haben. Ich bin ehrlich, ich habe sowas tatsächlich vorher noch gar nicht gesehen. Und Jörg wollte das dann nochmal nutzen, um Patricia mit ihrem Erzfeind, dem Trecker, zusammenzubringen. Ob das eine gute Idee ist? Sie muss sich ja dann hin auf den Wagen draufstellen und dann will ich halt mal sehen, wie sie reagiert, ob sie das auch macht oder ob sie Angst hat. Sie hat Angst. Aber ehrlich gesagt ist das auch nicht so schlimm, weil es sowieso ein bisschen unsicher wäre und deswegen ist sie dann einfach hinten auf diesem Rollgatter. Und ich bleib dabei, das sieht echt lustig und cool aus. Wahrscheinlich ist ihr der Anhänger sowieso viel lieber als der Traktor.
Schließlich war es dann aber soweit und Kuh und Kälbchen waren das allererste Mal gemeinsam auf dem grünen Gras und wir haben hier auch eine Kuhwiese und das ist ehrlich gesagt immer ein richtig schöner Anblick und man merkt bei Jörg und Patricia immer noch, da knistert's. Guck mal, wie die zwei sich freuen. Das Kälbchen ist jetzt das erste Mal draußen auf. Oh Gott, sieht jetzt wie es läuft. Grün. Das kleine Kälbchen, das hat das erste Mal ja Wiese gesehen und diese Freiheit, diese Natur. Also hätte am liebsten mit dem Kälbchen zusammen erleben. Ich fand das total süß. Ach, nach dieser Prise von Romantik muss ich jetzt wieder an Eriks Drama denken. Vorher gucken wir uns aber einfach nochmal Ulf an. Der hat ja seine Annalina bei sich zu Hause. Und die hat jetzt auch die erste Nacht hoffentlich gut geschlafen. Frühstück ist fertig. Heute Morgen beim Aufwachen habe ich mich natürlich gefreut. Ich wusste, Annalina ist hier. Und das ist ja... Das ist schon ein cooles Gefühl. Schön. Und ihr zu Ehren hat Ulf auch eine Art Frühstücksbuffet aufgefahren, das im Wesentlichen aus Geschenken besteht, die Annalina ihnen beim Scheunenfest gegeben hat. Hat mir auch gleich ihre Wurst geschnappt, dachte ich, da kannst du nicht mit verkehrt legen. Ach, da wird sie sich, glaube ich, mega drüber freuen. Ja, ist witzig. Ulf mag halt gerne anscheinend das mir wiedergeben, was ich ihm mitgebracht habe. Aber es ist okay. So richtig begeistert klang sie jetzt nicht. Aber zum Glück hatte Ulf dann eine ganz andere Idee, um bei ihr zu punkten. Denn es ist ja ein Pferdehof und sie ist ein Pferdemädchen. Was kann man da also machen? Ja, genau. Annalina und ich möchten mein Lieblingsshetty füttern. Das ist die Griddy. Auf der habe ich reiten gelernt, sage ich mal so. Das ist mir natürlich unheimlich wichtig, dass sie das Pony auch ins Herz schließt. Puh, ganz kurz hatte ich wirklich Angst, dass Griddy was anderes als ein Pony ist. Aber nein, glücklicherweise ist sie dann eins und die ist auch wirklich ziemlich süß. Und die hat in der Familie, wenn man so möchte, schon 3 Generationen das Reiten beigebracht. Griddy ist schon 35 Jahre bei uns und das ist natürlich unglaublich. Also deswegen braucht sie auch ein bisschen weichere Nahrung, weil die Zähne schon ein bisschen runter sind. Und dann kriegt sie so aufgeweichte Heukops. Und das soll Annalina hoffentlich in Zukunft machen, wenn sie Lust darauf hatte. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. So aufgeweichtes Zeug umrühren und es dann viel zu früh morgens dem Pony geben. Naja gut, muss ja gemacht werden und ist natürlich irgendwie auch trotzdem eine schöne Aufgabe. Ist jetzt nur die Frage, wie Annalina zu der Sache steht. Kannst du dir das denn vorstellen, diesen Part hier zu übernehmen, Griddy immer zu füttern? Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Das mache ich gerne sogar. Da wird die sich, glaube ich, freuen und ich mich natürlich auch mega. Ja. Toll. Und das hat Annalina auch tatsächlich nicht nur gesagt, um Ulf einen Gefallen zu tun. Nein, sie ist tiermedizinische Angestellte und hat da sowieso ein besonderes Herz für Pferde. Über die Frage habe ich mich gefreut und das spricht natürlich auch so ein bisschen über die Gefühle von Ulf so, dass das vielleicht in die richtige Richtung geht. Ja, da brauche ich nicht viel zu sagen. Es hat einfach, das hat funktioniert mit uns beiden. Uns drei, eher gesagt. Nach dieser morgendlichen Arbeit wäre es dann jetzt ja eigentlich ein guter Moment, um was Schönes zu unternehmen, aber leider hat das Wetter da gar keinen Bock drauf. Aber kein Problem, denn Ulf hat eine andere tolle Idee. Eigentlich wollte ich einen kleinen Ausflug mit ihr starten, aber da das Wetter umgeschlagen ist, habe ich mir gedacht, bereiten wir die Maschine schon mal ein bisschen vor und auch mal schön die Schmiernippel und dann Trecker, damit sie sich auch mal ein bisschen bücken muss. Ich weiß jetzt nicht, ob nur ich finde, dass das sehr doppeldeutig klingt, aber Ulf, was genau muss man denn beim Schmiernippel machen, wenn man sich bückt? Auch mal ein bisschen in Staub oder Dreck reinlegen muss. Ich bin gespannt, wie sie das meistert. Alles klar. Man muss aber sagen, Annalina ist wirklich gut mit den Schmiernippeln. Und selbst als sie sich dann bückt und unten ist und das Ding da so ranstecken muss, um was reinzuspritzen, klappt's einfach hervorragend. Hilfe? Ich glaube, ich möchte hier weg. Jo, das sieht sehr gut aus. Wie schön, dass da rausgesuppt ist. Aber naja, Annalina hat es auf jeden Fall überhaupt nichts ausgemacht. Und das ist natürlich sowieso wichtig, falls sie mal auf einem Hof leben möchte. Ich glaube, da hat sie bei Ulf ein paar Pluspunkte gesammelt. Arbeiten, wo ich mich dreckig mache oder auch mal auf dem Boden rumkrabbeln muss. Der Dreck geht eigentlich immer runter und das ist für mich gar kein Problem. Bleibt aber noch eine weitere Aufgabe, denn sie soll auch noch den Ölstand des Traktors überprüfen. Und ich weiß jetzt nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es sind ausschließlich meine versauten Gedanken, aber irgendwie klingt das auch schon wieder komisch. Ja, das musst du noch mal machen. Steck ihn nur einmal rein. Okay. Brauchst nicht wackeln. Okay. Jo, wir haben ein bisschen zu viel drin. Und du? Ist nicht so schlimm. Okay. Grundsätzlich merkte man aber, dass Ulf mit ihr wirklich sehr zufrieden war und er hat sich schon vorgestellt, wie sie irgendwann auf den Hof kommt und einfach alle Arbeiten für ihn übernimmt. Ich sag's ja immer, Bauersuchtfrau ist eigentlich Bauersucht billige Hilfsarbeitskraft. Es war natürlich ein toller Augenblick, sag ich mal, ein Anblick.
dass sie das so tough gemacht hat, auch ohne groß rumzuzicken, zack, ran. Und wenn sie das so weitermacht, dann kann ich das abgeben, dann kann ich auch mal die Füße hochlegen. Ich würde das gut finden. Okay, dann ist jetzt aber endlich Zeit für das Erik-Drama. Am Morgen war es aber erstmal noch ganz lieb. Und Erik hat seine neue Angebetete auch freundlich begrüßt. Ach Julia, das trifft sich auch gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Das war ein schönes Gefühl, dass Julia hier die übernachtet hat. Und zum Dank, weil sie tatsächlich da geblieben ist, bekommt sie dann morgens sogar was zu trinken. Und in Eriks Kaffeebar gibt's alles. Trinkst du einen Kaffee mit Milch? Genau, also ich brauche immer ein bisschen Milch und Kaffee und trinke auch nicht so viel Kaffee. Erik hingegen lässt es richtig krachen und trinkt morgens immer einen vierfachen Espresso? Okay, ich glaube, wenn ich das tun würde, würde ich sterben. Erik aber immerhin auch halb. Nach einer Tasse Kaffee geht's eigentlich mit dem Herz, aber es darf halt keine zwei Tassen trinken, aber ich trinke ja nur eine Tasse Kaffee am Tag. Aus Eriks Sicht reicht der Kaffee dann übrigens morgens. Das sieht Julia allerdings völlig anders und da bahnt sich dann auch schon der erste Stress des Tages an. Also ich brauche schon immer ein Frühstück, kann auch mal was Kleines sein, aber so was Kleines im Magen, das brauche ich. Ach, kein Problem, denn Erik ist zwar absolut überhaupt nicht vorbereitet, dann ist ihm aber aufgefallen, hey, ich habe doch noch eine abgelaufene Milchschnitte. Also rein mit dem Ding in Julia. Hier hast du einen kleinen Snack. Dankeschön. Okay, und wenn ich jetzt ranken müsste, wie gut Julia das gefallen hat, also auf der klassischen 1 bis 10er Skala, dann würde ich sagen, es war eine solide minus 39,4. Ich bin halt einfach ein Mensch, der Essen braucht und der auch echt schlechte Laune kriegt, wenn er kein Abendessen hat oder kein Frühstück. Erik hatte allerdings gar kein Mitleid, denn direkt danach muss natürlich auch hier die Hofarbeit anfangen und da hat er sich was Wundervolles ausgedacht. Ich möchte gern, dass Julia meine Tagesabläufe so kennenlernt und was hier auf den Hof zu machen ist. Dass es halt nicht nur Tiere streicheln ist, sondern halt auch mal harte Arbeit. Tiere ausgemistet werden, da stinkt's und das macht halt Arbeit. Romantisch. Und der erste Teil von Eriks stinkendem Tagesablauf ist dann, sich um die Gänse zu kümmern. Und über die spricht Erik, wie ich finde, auch sehr liebevoll. Und ja, mir ist natürlich klar, das ist ein Hof, das gehört sich in gewissem Sinne so. Aber ein bisschen merkwürdig formuliert er das auch, oder? Die Gänse sind ja der Weihnachtsbraten unserer Familie. Deswegen müssen die gehegt und gepflegt werden, dass die schön kräftig werden und dass die sich gut bewegen, dass das Fleisch gut schmeckt. Ach so, die dürfen sich also nur bewegen, damit das Fleisch gut schmeckt. Naja. Aber ansonsten fällt auf, dass während der Arbeit nicht viel geredet wird. Und das ist dann genau der Punkt, der Julia stört. Ab hier beginnt das Drama. Von Erik würde ich mir einfach wünschen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr reden und nicht nur über Arbeit. Weil ich einfach in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, wenn ich zu viel dem Mann zeigen muss oder ich dem Mann sehr viel fragen muss, dass das dann einfach schon ein schlechtes Omen ist. Okay, und ich muss sagen, ein bisschen kann ich Julia verstehen. Gleichzeitig finde ich aber auch, okay, es ist jetzt so gesehen ja erst der erste richtige gemeinsame Morgen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt schon machen muss. Und außerdem gibt Erik sich ja große Mühe, mit ihr zu kommunizieren. So, als wäre sie halt eine billige Hilfsarbeitskraft. Gut machst du das. Julia hat gleich mit angepackt. Und ich finde, sie passt hier sehr gut auf den Hof. Julia sieht das allerdings, wie gesagt, anders. Und deswegen entscheidet sie sich als taffe Frau auch ein Machtwort zu sprechen, während Erik die ganze Zeit so dasteht wie ein Kindergartenkind, das gerade zu viel Krümeltee getrunken hat. So, Erik, interessiert dich denn so gar nichts von meinem Leben, weil du jetzt so still warst und mich irgendwie gar nichts gefragt hast? Ja, doch. Mich interessiert sehr dein Leben, eigentlich. Eigentlich. Denn uneigentlich, muss man zugeben, hat Erik wirklich ungefähr noch gar nichts gefragt, was sie angeht. Aber dafür hat er auch eine sehr plausible Begründung. Ich bin immer niemand, der jemanden gerne ausquetscht. Ja, aber das hat ja nichts mit Ausquetschen zu tun. Ich bin ja hier, dass du mich kennenlernen sollst oder willst, hoffentlich. Es wird zusammen arbeiten und das ist ja eigentlich auch schön, das macht ja auch Spaß. Und du aber irgendwie nie eine Frage an mich hast. Okay, Erik, jetzt ganz ehrlich, dein erster Ausfluchtsversuch war wirklich nicht gut. Bitte starte doch nochmal einen zweiten. Schlechter kann er kaum werden. Ja, das kann sein. Das tut mir leid. Dann startet Erik aber doch noch einen Anlauf, indem er ihr quasi einen leichten Vorwurf zwischen den Zeilen macht. Ich glaube, bei den beiden, das wird irgendwie nichts mehr. Hast ja immer gesagt, alles gut. Ist halt immer schwierig. Wollen wir uns danach auch mal an einen ruhigen Ort setzen und vielleicht mal drüber reden? Ja. Ja, und dann setzen die beiden sich auf eine Schaukel. Und irgendwie, finde ich, hat es was Bildhaftes, dass sie ein bisschen höher sitzt als er. Und oh mein Gott, er guckt wirklich original die ganze Zeit so, als wäre er bei irgendwas im Kindergarten erwischt worden. Und irgendwie liebe ich diesen Dialog. Warum fragst du mich nie irgendwas, wenn wir mit den Tieren arbeiten? Das kann ich ja leider nicht beantworten, aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe dir schon immer mal ein paar Fragen gestellt, aber dass es zu wenig ist, war mir
wirklich nicht bewusst. Es tut mir wahnsinnig leid. Hm. Immerhin hat Erik sich entschuldigt. Vielleicht funktioniert's ja. Und tatsächlich klingt's bei Julia auch erst so. Gibt's vielleicht doch noch ein Happy End? Ich muss dem Erik das wirklich hoch anrechnen, dass er da gesagt hat, okay, das tut mir leid und ich hätte das besser machen können. Gell? Auf jeden Fall wirklich ziehe ich den Hut vor ihm, das ist ganz groß. Ja, und nachdem Julia den Hut dann gezogen hat, nimmt sie ihn und schlägt ihn Erik auch gleich nochmal direkt ins Gesicht. Der Arme, weil klar, man muss zugeben, er stellt sich wirklich ziemlich dämlich an, aber sie ist halt auch schon ein bisschen anstrengend. Ich habe halt irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass du so für mich brennst und mich kennenlernen willst. Und da macht es bei mir irgendwie den Schalter im Kopf um und sagt, halt stopp, hier bin ich falsch. Okay, jetzt muss ich aber sagen, ich bin nicht so der Fan von diesen umgelegten Schaltern, weil meiner Meinung nach kann man mit Liebe und Kommunikation so ziemlich jeden Schalter wieder zurücklegen, wenn man es denn möchte. Und Erik startet nochmal Anlauf. Ich mag dich sehr, also auch wenn es dir vielleicht nicht so rüberkommt, aber... Süß. Und er versucht sogar nochmal zu erklären, was jetzt sein Problem war und warum er keine Fragen gestellt hat. Aber es bleibt halt leider immer die gleiche lame Begründung. Und dann wollte ich dich nicht stressen, wenn ich dich dann immer mit irgendwelchen blöden Fragen dazu bombardiere. Ja, aber das ist doch aber kein Stress, wenn du Dinge über mich erfahren willst. Also wenn das für dich Stress ist, dann können wir das hier auch abbrechen. Ja, irgendwie kommen die beiden nicht so richtig zusammen. Trotzdem möchte Erik die Hochwoche gerne unbedingt weitermachen. Und hier ist ihr vernichtendes Urteil. Ich weiß nicht, ob du mir jetzt die Chance noch mal geben willst. Nee. Schön, auch vor allen Dingen, wie sie ihren Mund noch mal zusammengepresst hat. Erik ist dann übrigens sichtlich auch ziemlich fertig. Ein kleines bisschen tut er auch noch nach. Ich bin sehr enttäuscht, dass ihr mir halt keine Chance mehr gibt und ich früher mal mit mir drüber gesprochen hat und eigentlich ja schon feststand, dass sie geht. Dann ist tatsächlich auch schon der Moment des Abschieds gekommen und aus irgendwelchen Gründen wird sie dann sehr spontan von einem Freund von ihr abgeholt, weil sie, glaube ich, irgendwie sowieso nur 3 Kilometer weiter wohnt. Aber die letzten Worte der beiden sind dann sogar noch irgendwie versöhnlich. Dann danke für die schöne Woche. Ja. Muss ja nichts erzwingen. Ja, sollte halt nicht sein. Genau. Also das war mir schon wichtig, dass wir uns nochmal angelächelt haben und dass sie nicht mehr so böse mich angeguckt hat. Und ich war schon erleichtert, dass wir wirklich im Guten auseinandergehen. Hm, traurig. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, wieder eine extra Portion Liebe. Und die bekommen wir unter anderem bei Max und Anna. Aber auch da soll heute gearbeitet werden. Weiß ich jetzt schon, was wir heute machen können? Welche, was das so ist? Was das ist? Zum Meer? Ne? Nee. Wir gehen die Rasenmähen? Nee. Okay, Preisfrage an dich. Schreib mir mal bitte jetzt in die Kommentare, was deiner Meinung nach da passiert. Ich bin ehrlich, ich hätte auch keine Ahnung gehabt. Und hier kommt dann auch schon die Auflösung. Wir gehen heute Heuwände. Das Gras rumgedreht. Gut. Das ist von beider Seite trocknet. Okay, aber ich glaube, das muss man jetzt ehrlich gesagt auch nicht wissen. Und generell ist zwischen den beiden irgendwie eine total schöne Stimmung. Die sind für mich einer der Top-Favoriten auf das Traumpaar in diesem Jahr. Max und ich necken uns ja schon ab und zu so ein bisschen. Ich finde es ganz toll, dass der Max das so teilt mit mir, dass wir uns da komplett verstehen und drüber lachen können. Max übernimmt dann selbst erstmal das Steuer des großen Treckers und Anna muss sich daneben setzen. Und sie wurde als Kind glücklicherweise nicht von dem Trecker gemobbt. Im Gegenteil, sie hat sogar eine Menge Spaß dran, selbst wenn sie ein Erdbeben erleidet. Es war sehr holprig, da die Wiese nicht ebenerdig ist. Von daher sind wir da ein bisschen rumgeschleudert worden. Das war aber ganz witzig. Ich fand das total schön, das mit ihm zusammen zu machen. Und dann ist das meiste auch schon erledigt. Anna schaut sich die getane Arbeit an und bereut dann, glaube ich, die nächste Aussage. Easy. Finde. Es sieht einfach aus, ja. Gut. Das war für mich ein total genialer Einstieg, da ich ja schon geplant habe, sich selber mal fahren zu lassen. Tja, dann muss Anna wohl ran. Und sowieso hat Max ein sehr großes Interesse daran, dass sie den Knüppel mal in die Hand nimmt. Und RTL... Ihr macht diese Sachen schon absichtlich, oder? Und außerdem finde ich es unheimlich attraktiv, wenn Frauen große Maschine bedienen können. Ja, und Max hat wirklich eine sehr große Maschine mit vielen Knöpfen und Knüppeln und allen möglichen anderen Sachen. Aber Anna hat alles fest im Griff. Gott, jetzt fange ich auch schon so an. Als Max mir alles erklärt hat, kam es dann dazu, dass er seine Hand auf meine gelegt hat. Ich habe mich total wohlgefühlt damit und das auch sehr genossen. Das Gefühl, wie ich dann irgendwo die Hand berührt hat, war super. Hat mir gefallen. Tatsächlich traut sich Anna dann zu, das Ganze alleine zu machen. Das sollte sich Patricia ehrlich gesagt mal angucken. Und die Stimmung bleibt einfach weiter richtig schön zwischen den beiden. Denkst du, kommst klar? Du bist ja dabei, dann ja. Sehr gut. Dass ich mich so schnell so wohlfühle mit einem Mann, das ist auf jeden Fall
ganz neu für mich. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Und überhaupt darf man eine Sache, finde ich, immer nicht vergessen. Max hatte wohl noch gar keine Beziehung, aber er stellt sich wirklich gut an und er ist sehr liebevoll. Und auch als er Anna auffordert, nochmal irgendwas an der Maschine zu reparieren, bleibt's einfach toll zwischen den beiden. Ich sag ja, Traumpaar-Alarm. Max hat mir ja zwischendrin noch ein paar Komplimente gemacht. Das ging mir auf jeden Fall schon ans Herz, natürlich. Und er sagt ja auch oft von sich, dass er eher ein schüchterner Mensch ist. Aber ich merke immer wieder, dass er da über seinen eigenen Schatten springt. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Man muss halt hauptsächlich gucken, dass man sich nicht verletzt dabei. Aber Spaß halt aufs Hof. Jufe Schatz. Und das, was Max dann im Interview sagt, das wird sogar noch ein bisschen deutlicher und ein bisschen krasser. Und du kannst mir ja deine Meinung überhaupt mal in die Kommentare schreiben, welches Paar du am intensivsten oder am nächsten findest. Ich muss mittlerweile sagen, bei mir sind es die beiden. Ich mag es so unheimlich, wenn die Frau oder meine Frau vielleicht zielstrebig, ehrgeizig und so ist, dass sie das wirklich so durchgezogen hat. Ich finde das voll beeindruckend, wenn das vor allem die Anna macht. Dann fehlt zwischen den beiden jetzt ja eigentlich nur noch ein bisschen Körperlichkeit. Und wir wissen ja, das könnte Max schwerfallen, weil er noch keine Beziehungserfahrung hat. Aber als sie sich dann zum Wein trinken unter einem Baum setzen, passiert doch noch was. Also bis jetzt hatte Mario echt immer Spaß, egal was wir gemacht haben. Sau gut. Bis jetzt sieht's ja gut aus. Mal gucken, ob's so bleibt. Doch. Ich hoffe. Ja, ich hoffe's auch. Romantisch und ich hoffe auch, das bleibt in der nächsten Folge so. Aber dann können wir jetzt ja gleich mal zu Loretta gucken. Michael war sehr sympathisch. Ja, Sascha war auch ein sehr tolles Gespräch und wir haben natürlich auch viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Und der Erik. Ja, also ich glaube, am Anfang ist er ein bisschen zurückhaltend rübergekommen, aber er war unglaublich aufgeschlossen im Einzelgespräch. War auch eine schöne Zeit mit ihm, ja. Gut, dann muss Loretta diesen Eindruck jetzt natürlich nur noch in eine Entscheidung ummünzen und ich bin ehrlich, so richtig überraschen konnte die nicht. Ich habe mich jetzt für Michael und für Sascha entschieden und würde mich freuen, wenn ihr zwei jetzt erstmal den weiteren Weg mit mir zusammen geht und wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Damit ist Erik draußen und man hat echt gemerkt, ich glaube, den hat das ganz schön getroffen, auch wenn er sowieso immer ein kleines bisschen einerseits traurig guckt und so, als wollte er gleich mit einem im Schlafzimmer. Ja, schon ein trauriges Gefühl, dass ich nach Hause geschickt werde. Muss ich so hinnehmen? Ich habe eher nicht damit gerechnet, dass das so kommt. Für die anderen hat Loretta dann aber wundervoll einige Gästezimmer bereitet. Und für Bauer-Frau-Verhältnisse stimmt die nächste Aussage auf jeden Fall. Herein in die gute Stube. Herzlich willkommen. Eine schöne Wohnung. Wie in Fünf-Sterne-Hotel. Ja, das stimmt. Nur, dass man in einem Fünf-Sterne-Hotel üblicherweise nicht zu zweit in einem Zimmer schlafen muss, wenn man sich kaum kennt. Und das könnte bei den Männern eh ein Problem geben. Und dieses schiefe Bild im Hintergrund triggert mich hart. Schnarchst du, oder? Ich mag's nicht. Dafür hat sich der andere Typ dann aber gleich mal eine Rache überlegt. Super Spruch auf jeden Fall. Ich würde sagen, Michael schläft hier und ich schlaf hier. Weil wenn ein Einbrecher kommt, bist du näher dran wie ich, dann kann ich noch abhauen, okay? Okay, kein Problem. Hui, das war ja lustig. Und kam bei Loretta ehrlich gesagt gar nicht so gut an. Klassisches Eigentor. Ich brauche aber eigentlich einen Mann, der mich auch beschützen kann, gell? Zu jeder Situation fällt mir manchmal was Dummes ein. Ich weiß, ist manchmal too much, aber so ist's halt. Das, was er da übrigens so verzapft, kam bei der Konkurrenz, also bei Martin, auch nicht so richtig gut an. Man merkt, da hat der Hahnenkampf schon angefangen. Wenn da ab und zu so Sprüche kommen, da denkst du, ja, schön, machen wir weiter. Damit ist auch Loretta erledigt und wir können uns als nächstes Michael anschauen, der ja immer noch zwei Frauen da hat, mit denen er jetzt gemeinsam etwas sägen möchte. Denn Sägen ist für ihn so wie der Lauf des Lebens. Man erkennt ja eben daran, wie tickt man zusammen? Wie kann das nachher zusammen sein, das Leben? Na gut, dann würde ich mal sagen, das Leben mit Christine ist auf jeden Fall ziemlich hart und schnell, denn die hat das Holz richtig fertig gemacht. Jawohl. Klasse. War gut gemacht, oder? Das haben wir ja perfekt. Super. Das Leben mit Mandy hingegen wäre dann, glaube ich, eher ein bisschen schwitzig, aber auch gleichmäßig. Ach, das ist aber auch wieder romantisch heute. Für jemand, die solche Sachen gar nicht kennt, hat sie das einfach souverän gelöst. Deshalb war ich tatsächlich ein bisschen angetan von ihr. Man muss bei Michael nun allerdings auch schon bemerken, dass die Frauen wirklich schon eine ganze Weile da sind. Und so langsam müsste er sich mal anmerken lassen, ob es schon eine Favoritin gibt. Das tut er aber einfach überhaupt nicht. Wer sind jetzt deine Punkte für uns? Schwierig, ha? Oder? 10 Punkte. Perfekt. 100%. Ist ja irgendwie lieb. Aber man kommt halt auch so gar nicht voran.
Und so langsam sind die Frauen, glaube ich, ein bisschen genervt. Die Situation ändert sich nie. Es ist immer gleich. Er will es beiden gerecht machen. Wenn er drei Frauen hier hätte, würde er es drei Frauen gerecht machen. Michael ahnt davon allerdings überhaupt nichts und hat auch kein Problem damit, die Frauen dann direkt zur nächsten Arbeit abzuschleppen. Und zwar in einen wunderschönen Wald. Auch hier sind natürlich doppeldeutige Sprüche wieder am Start. Jetzt wollen wir die mal eben mitnehmen, damit wir... Ein bisschen Holz vor der Hütten haben, gell? Holz vor der Hütten haben, genau. Nun ist Michael aber glücklicherweise nicht Erik. Deswegen hat er die Gelegenheit doch noch ein bisschen genutzt, um auch tiefergehende Gespräche zu führen. Unter anderem darüber, wie man dann gemeinsam ein Hofleben gestalten könnte. Und er hat da schon bestimmte Anforderungen an seine zukünftige Partnerin. Ach, wenn die Frau darauf Bock hat, ist es gut. Dann kann sie anpacken. Wenn sie sagt, nee, ist nichts für mich. Dann muss sie abends gutes Essen vorbereitet haben. Ach, es ist eine schöne Option. Damit war die Arbeit aber noch immer nicht vorbei, denn auch die Kälber und Kühe sollten noch ein bisschen Wasser bekommen. Und Christine kennt sich mit dicken Schläuchen einfach am besten aus. Das kriegen wir für den Schlauch. Ich mach das gerne. Ja. Super. Ich hatte gesagt, den Schlauch jemand anfassen und das war natürlich gleich Christine. Sie weiß, was los ist, was sie machen muss. Ja, Christine hat sich mit dem Schlauch wirklich super angestellt. Aber am Ende hat Michael ihn dann lieber doch nochmal selbst in die Hand genommen und dann fing auch schon das große Spritzen an. Und Mann, Leute, ich beschreibe doch nur, was da passiert. So, ich übernehme den Wasserschlauch. Bitte. Christine. Schau, wir machen das mal von... Oh, Du bist ja... Oh Gott! Also ein Wetshirt-Contest wollte man nicht machen. Kann man jetzt aber gleich umdrehen, den Spieß, ja? Nein, das war nicht fair. Warte doch, jetzt mache ich das hier. Nein, auf, bitte nicht. Ja, und dann gibt es eine richtige kleine Wasserschlacht. Und das, was Christine sagt, ist mindestens genauso doppeldeutig wie das, was ich eben gesagt habe. Und warum ist der Schrank im Hintergrund eigentlich immer so dreckig? In dem Moment, wo er so entsetzt war, habe ich ja schon gespürt, dass da Druck auf deine Haltung ist und habe ich nur losgelassen. Scheiße. Spaß hatten aber trotzdem alle drei und das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut, weil ich hasse das immer, wenn man auf einen Hof kommt und sich dann irgendwie total beschwert, wenn man mal nass wird oder irgendwie dreckig. Das haben die Frauen aber sehr gut getragen. Ich wollte damit eben ganz kurz nur darstellen, was sich neckt, das liebt sich. Ich fand's ganz witzig. Gut, damit sind wir fast fertig. Einen Bauern habe ich allerdings noch und das ist Käse-Arne von Käse sucht Frau oder Bauer sucht Käse. Und auch der freut sich jetzt auf seine Hofdame. Auf dem Scheunenfest habe ich mich schon sehr gut mit Antje unterhalten und deshalb bin ich umso aufgeregter und freue mich riesig, dass sie bald da ist. Dass Antje jetzt auf einen Käsehof kommt, ist glaube ich auch kein Zufall. Aber Arne hat sich dann jedenfalls richtig gut vorbereitet. Schön und geschmacklos gleichzeitig. Für Antjes Besuch habe ich unsere Gästewohnung vorbereitet und habe einen Bettbezug mit einer schönen Braunfigur ausgewählt, weil ich dachte, das würde ganz gut passen. Auch Arne gehört dann zu denen, die für den Empfang einen Trecker schmücken. Und bei der Stelle muss ich mal eine Sache bemerken, ne? Ich finde seinen Papa irgendwie voll geil. Der sieht einfach mega sympathisch aus. Du bist ja schon am Schmücken. Ich habe noch ein paar Blumen mitgebracht. Ja, da wollen wir ja mal einen schönen Empfang bereiten. Ja. Es ist natürlich selbstverständlich, dass ich Arne dabei unterstütze. Tja, und dann fährt Arne mit dem Trecker auch zur Bushaltestelle und wartet und wartet und wartet. In Niedersachsen wartet Arne immer noch auf den Bus, der Antje bringen soll. Sie ist allerdings eine Haltestelle zu früh ausgestiegen und geht den Rest kurzerhand zu Fuß. Arne kriegt dann auch irgendwie mit, dass sie woanders ausgestiegen ist und läuft ihr entgegen. Und dann gibt es auch hier die erste Umarmung. Ja, macht Lust auf mehr. Hallo Antje. Na? Willkommen. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, Antje in ihrem hellblauen Sommerkleid zu sehen, wie sie mir da entgegengekommen ist. Und das war schon ein schöner Moment. Die beiden fahren dann nicht nur vorne auf dem Trecker, nein, Arne möchte auch gleich einen möglichst guten Eindruck machen. Eigentlich auch wieder eine ziemlich liebe Idee. Für die Ankunft auf dem Hof habe ich mir noch eine Überraschung überlegt. Ich glaube, hier wollten wir hoch, dass ich da einmal von oben den Hof erklären kann, wo was ja ist. Da hinten ist unser Kuhstall zu sehen, da sind die Wände aus Sandstein noch, also das ist ein uralt Kuhstall. Als wir dann da oben waren und Arne hat mir ja den ganzen Hof von oben gezeigt, ja, das war halt eine sehr individuelle und schöne Überraschung. Danke. Danach ist es dann aber soweit und Arne stellt seine liebsten Lebewesen vor. Und das ist natürlich nicht sein Papa oder so, ist ja klar, sondern eine ganz andere Form von Leben. Und wir haben ja schon an der Bettwäsche gesehen, ich glaube, da gibt es eine intensive Beziehung. Antje, ich bin ja absoluter Kuhmensch, deshalb wollte ich dir unbedingt als erstes unsere Kühe vorstellen. Die Kühe sind natürlich mein Ein und Alles und deshalb war es das Erste, was ich Antje gezeigt habe, als wir auf dem Hof waren. Finde ich ja echt süß, muss ich sagen. Ne? Aber ich hoffe natürlich jetzt, dass Antje sich nicht ein bisschen überrumpelt fühlt und das Gefühl hat, dass Arne doch vielleicht lieber eine Kuh heiraten sollte. Noch scheint sie das aber sehr positiv zu sehen. Guck mal, wie schön sie aussehen.
da ist Arne halt komplett verschmolzen und war halt irgendwie mit den Kühen zusammen innig. Aber ich fand das jetzt nicht schlimm. Dann wissen wir ja schon, dass Arne das Zimmer bzw. die Wohnung für Antje wundervoll vorbereitet hat. Nur der Weg dahin, der ist ein kleines bisschen abenteuerlich. Puh, also wenn man nachts noch mal ins Erdgeschoss auf Klo muss, macht das bestimmt Spaß. Antje, die Treppe hier ist ein bisschen abenteuerlich. Da geht's gleich rechts rein über so eine Stufe. Oh Gott, hält mich das Brett überhaupt? Auf jeden Fall. Okay. Das ist schon Jahrhunderte alt. Glücklicherweise ist die Wohnung dann allerdings wesentlich hübscher und auch nicht halb so gefährlich. Aber da gibt's ja noch die besondere Überraschung. Und achte du mal bitte ein bisschen auf ihren Blick. Ja. Da ich ein großer Braunvieh-Fan bin, haben wir gleich Bettbezug mit Braunvieh-Foto genommen. Ja, sehr schön. Kann ich hier schon gut schlafen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du schon gesehen hast, denn ich hatte schon den Eindruck, dass sie sich einerseits gefreut hat, aber andererseits auch ein bisschen peinlich berührt war. Kann ich verstehen, ich krieg auch schon Cringe-Schauer. Ja, ich kam ins Schlafzimmer und musste mich erst mal ein bisschen totlachen, weil ich finde eigentlich so bedruckte Bettwäsche ganz schrecklich. Das ist so zu kitschig. Bauer sucht Frau völlig untypisch, wurde dann übrigens am ersten Tag nicht hart gearbeitet, sondern es gab einfach ein Käsebuffet. Aber gut. Was könnte auch besser zu Arne, den Käsekönig, passen? Mit Käse bin ich ja natürlich absolut in meinem Element. Und wenn mich da jemand anspricht, kann ich sofort zu jeder Käsesorte oder Käseart eine kleine Geschichte erzählen und muss immer gucken, dass ich mich da nicht zu sehr im Detail verliere. Den 17-minütigen Vortrag über Camembert, den habe ich euch jetzt sicherheitshalber mal rausgeschnitten. Aber auch hier ist Antje noch begeistert. Bin gespannt, ob das anhält. Die Partnerin musste halt damit leben können. Und ja, ich finde das schön, wenn jemand halt so mit so viel Liebe über seinen Beruf reden kann. Grundsätzlich muss man aber auch echt sagen, bei den beiden läuft es richtig gut. Und irgendwie ist diese Staffel sehr nett. Aber gut, wir wissen aus den vergangenen Jahren, manchmal gibt es dann einfach doch noch ein spontanes Erik-Drama. Ich habe mich wirklich schon sehr wohl gefühlt. Ich muss ihn halt erstmal kennenlernen, aber so wie es jetzt anfängt, ist es der richtige Weg. Puh, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder für diese Folge. Aber ich glaube, die nächste wird auch richtig gut. Denn da ist der erste bisexuelle Kandidat aller Zeiten am Start. Natürlich kam dein Herzrasen wieder auf, der Schweiß lief mir überall runter. Und bei Michael wird es langsam ein bisschen unangenehm. Hoppala, jetzt bist du uns ins Netz gegangen, ha? Ich hab mir das gedacht, dass ihr mich im Netz haben wollt. Ja, dafür sind wir doch da. Ich habe einfach das nicht handeln können in dem Moment. Wenn du das nicht verpassen willst, dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst und worüber ich mich auch sehr freuen würde, ist, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Und ansonsten noch ein kleiner Tipp, denn die besten und günstigsten Videospiele gibt es natürlich bei meinem Partner Instant Gaming und das ist heute wieder einer der ersten Links in der Videobeschreibung. Aber da musst du jetzt eh wieder draufklicken, ne? Denn sonst wird dein Mund bald so klein wie der von Eriks Bewerberin.